damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, dem Let's Play und Kapitel die Türme, irgendwas, ich habe schon wieder vergessen. So, wir müssen jetzt erstmal zu Steinbarken gemacht. Muss ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Jetzt müssen wir hier erstmal irgendwie was finden, wo es weitergeht. Folge einfach mal hier dem roten Weg. Ich sehe da vorne Ruinen. Wartet hier, ich sehe mich mal um. Jo, chillt mal ein bisschen. Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuche. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Habe ich gerade erst zu Nathan gesagt. Savasa Tabakdose. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir finden können? Sieht nicht so aus. Viel zu sehen hier. Ne, dann lass uns mal zurück zum Auto. Und? Hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null, er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es den billigsten Geländewagen gibt. Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschungen angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Okay. Ich meine, die Grafik ist ja immer noch mega, ne? Man muss echt sagen, das, was Naughty Dog hier auf die Beine stellt, ist wirklich immer atemberaubend. Ob wir da aber trotzdem rüber müssen? Ich denke schon. Das Ding hier, Airbags. Oder Rettungsschirme. Komm schon, Baby. Los, 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 los. Geschafft. Oh Gott. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wisst ihr ja immer. Uff. Alles gut. Kevin. Großes Uff. Wie kommt man noch auf die Idee, über eine Brücke rüber zu fahren, die keine Ahnung wie alt ist und wirklich alles andere als sicher aussieht? So, und jetzt? Sieht nicht so aus, als ob man da hochfahren könnte. Und da landen wir nachher wieder unten. Nein. Auf nach oben. Uff. So kommen wir nicht vorwärts. Die Räder finden keinen Halt. Ne, da kommen wir auch nicht hoch. Die Felsen. Okay, festhalten, Leute. Ich seh's, ich seh's. Okay, langsam habe ich den Dreh raus. Ja, ich weiß nicht. Na bitte.
Na, er hat seinen Spaß dabei. Oh, Harry, mein Rückgrat. Wie soll ich da rumkommen? Ist jemand durchgekommen? Oh! Süß! Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Na. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Information ist, dass da ein Turm ist. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Hey, haltet euch fest. Ich muss doch bestimmt da an die Seite hoch irgendwie. Okay. Oh, übel, ey. Wir sind jetzt solche runterfahren oder was? Ich will aber hoch. Hey, mach langsam, Junge. Ja. Oh. Scheuchen wir hier schon die Tiere auf. Also Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihm im Nacken. Ja, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Versuch wert. Nee. Ich glaube, da brauchen wir dann doch die Seilwinde. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Ich habe große Pläne für diese Winde. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. So, das sollte reichen. Aber bevor wir jetzt den Wagen holen, gucken wir uns hier erstmal um. Oh. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Lieferte auch die Männer dazu. Kann man hier noch irgendwie hochklettern? Ich glaube, das sieht nicht danach aus. Okay. So. Aber dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter. Der wartet ja schon ganz geduldig da. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sully? Winde, total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Sieg.
Naja, ich feiere nur die Faust. Weiter geht's. Uff. Genießt den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Soll ich da hochgehen? Nee. Oh. Oh. Nein. Was mache ich denn? Fuck, ey. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Nee. Shit. Sorry, Jungs. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich sterben. Ups. Ja, passiert halt, ne? Ich habe nicht nach vorne geguckt, geil. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Oh. Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Gleich zurück. Ah, okay. Das interessiert dich also nicht. Pergamentrolle. Doch, ich will nur was nachsehen. Ah, okay, klettere ich jetzt doch mal hoch, wenn ich's kann. Da könnte er ganz locker aufklettern. Ah, dann halt nicht. Okay, dann los. Sam, was wolltest du sagen? Ach ja, die Sache ist, wir hatten es echt einfach. Dauert trotzdem. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hat das Ding hier Airbags? Oder Rettungsschirme? Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay, ich glaube, wir machen die erstmal fertig und dann. Ich habe nur die Waffe, okay. Und dann gehen wir weiter.
Yes. So, der hatte noch irgendwo was? Ach, Handgranaten hat er dabei, sehr gut. Shit. Naja, okay. Ups. Nee, mich kriegst du nicht, Boy. Mhm. Mega. Ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Also es ist schon echt übel, hier gleich, sag mal, konfrontiert zu werden. Nee, ich will erstmal hier nochmal hoch. So, das ging eben schneller, Nate. Der andere war doch noch aber eine Reihe höher, wollte ich sagen, ne? Wie sind die hier so schnell raufgekommen? Das ist ja peinlich. Hey, ich will da noch hoch. Hey, what? Was passiert hier? Ich weiß nicht. Warum springt er so komisch? Ah, da. Ja. Sehr schön. Ah. Ja, nehme ich mal mit Scharfschützengewehr. Kann nicht schaden. Oder nehme ich doch lieber. Ah, hier ist eine Pumpgun. Ja, nee, doch lieber Pumpgun. Pumpgun finde ich geiler. Aber hier oben ist sonst nichts mehr. Okay. Oder? Die Brücke scheint zurück zum Weg zu führen. Aber sonst nichts hier oben. Ah, okay. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Auto. Ohne, glaube ich, fahren wir hier nicht durch oder sollen wir auch nicht durchfahren. Doch ein großes Areal hier. Müssen wir erstmal wieder zurück jumpen. Bam.
Fahrzeug. Oh, bitte, bitte, bitte. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Na, indem wir beide hier... Sehr gut. Mal gucken, ob das klappt mit beiden gleichzeitig. Ja. War doch schon ganz gut eben, komm schon. Uff. Und wieder die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Naja, also Sully, muss man auch sagen, scheint mir jetzt nicht der Ärmste zu sein. Ich glaube, der muss nicht auf den Euro achten. Wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Der Typ sollte der erst sein Geld sehen. Also ist Ray dein Vorteil. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Da vorne ist aber noch... Hey, Sam, wenn ich mal... Oh. Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? Ja, das wollen wir jetzt mal kurz gucken. Verdammt! So hoch kann ich nicht springen. Na, vielleicht könnte der Bruder mal helfen, ne? Vielleicht mit dem Auto. Nur ein Vorschlag. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. So. Na, siehst du. Das hat man bestimmt gehört. Was haben wir denn hier Schönes? Hm. Alte Fässer. Eine alte Pistole und zumindest ein Schatz, eine englische Bierflasche. Na. War jetzt aber nicht so doll. Victor, du wolltest sagen? Okay. Du sag mal, wie hast du dir die Zeit im Knast eigentlich vertrieben? Ah, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche gebracht. Hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen gehabt. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern, Liegestütze. Ich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Hab ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Ja, je. Aber ich habe meine Rache bekommen, als wir die
entdeckt und mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Wisst ihr, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun. Bevor ich euch beide da. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand noch ziemlich unbehalten. Ich habe seinem Boss ein paar Holzstücke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt habe. Das darf er mit uns machen. Wie war er so? Ach, verdammt. Seht ihr den Rauch? Oh, Schorlein, langsam. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerne nochmal hier runterfahren. Hier geht das auch, ja. Da vorne, glaube ich, noch irgendwas war. Was wolltest du sagen? Oh, okay. Wie war er so? Ein Mann der Leistung. Feuer. Das ist aber der kleinste Gelegenheit. Na dann hat er sich nicht groß verändert, was? Da kam ein Geld und dann die Beine in der Hand. Okay, hier ist doch nichts. Oh nein! Seht euch das an. Ist das künstlich oder natürlich? Sowohl als auch, würde ich sagen. Sam, was wolltest du sagen? Stimmt ja, wollte ich. Jedenfalls, also, kommt ein Pirat in eine Bar. Achso, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, Mehr Shoreline-Idioten. Komm her. Ja. Das war's. Nichts, Bruder. Alles sauber. Na so, alles sauber. Okay. Dann werden die wohl erst in der nächsten Folge erfahren, wie sie ums Leben kommen. Bis dahin zur nächsten Folge. Ciao.